Hallöchen YouTube, hier ist wieder Ökodixte und willkommen zu einer Tech-Jetpack-Vorstellung, und zwar der Tech-Jetpack-Vorstellung meines eigenen Mixed Tech-Jetpacks. Und ja, es ist gemacht für Bad Wars, wie ihr hier schon sehen könnt. Es heißt nämlich Bad Wars Clan Wars Resource Pack bei Kotti. Und ja, gehen wir erstmal in diese Welt, die ich mir vorher gedownloadet habe. Das ist nämlich eine TechJPEG Review Map. Und ja, ihr seht jetzt erstmal gar nichts, aber jetzt sehen wir hier so ein paar tolle Sachen, die wir alle ausprobieren können. Und ja, gehen wir erstmal hier hinten zu den ganzen Items. Also hier seht ihr erstmal das ganze, upsala, das ganze Essen vom OP-Goldapfel über Steaks, Schweinebraten, Hühnchen, gebratenes Hühnchen, Kartoffeln, Kekse, Melonen, Soups für Soup-PvP, auch ganz nützlich zu wissen, wie die aussehen, haha. Äpfel und Goldäpfel, Kürbiskuchen, Golden Carrots, USW. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu den Waffen und Werkzeugen. Ja, fangen wir mal ganz oben an mit dem Diamantschwert. Ich finde, es sieht relativ nice aus. Ich hole mir das mal hier runter, inklusive den anderen Schwertern. Also, das Diamantschwert sieht relativ nice aus, finde ich. Hell, man kann es, also im Hellblau oben gehalten, ganz schlicht. Man kann es gut erkennen und hat keine Schwierigkeiten, es mit dem Eisenschwert zu verwechseln. Also, man kann es nicht mit dem Eisenschwert verwechseln im Kampf, wenn der Gegner es herausholt. Ja, gehen wir weiter zum Eisenschwert, das habe ich hier gerade schon gezeigt. Auch sehr schlicht gehalten. Ja, sieht sehr nice aus. Und das Steinschwert sieht so aus. Das Holzschwert so. Das finde ich eigentlich sehr richtig nice gemacht, das Holzschwert. Weil das relativ echt aussieht, finde ich das Holz irgendwie, keine Ahnung. Und dann das Goldschwert für Bad Wars sieht sehr hell aus und ist auch nicht zu verwechseln mit dem Holzschwert. Das hatte ich nämlich bei anderen Texture Packs, dass die beiden relativ gleich aussehen. Ja, gehen wir weiter zu den Secondaries, und zwar dem Feuerzeug, Flint and Steel. So sieht das Feuer aus im Texture Pack. Und dann haben wir noch die Rod. Die ist so animiert. Und dann haben wir hier auch schon den Bogen und den Pfeil. Ich finde, der Bogen sieht eigentlich richtig nice aus. Den habe ich aus dem 22 Texture Pack. Und ihr seht am Rand, je weiter er gespannt ist, desto eine andere Farbe nimmt er an. Also kaum gespannt bis gar nicht gespannt ist er hellblau, der Pfeil. Dann leicht gespannt ist er gelb und voll gespannt ist er rot. Ja. So sehen die Ranken aus für SG ein bisschen. Soll ja nicht nur für Bad Wars sein. Und im Wasser sieht es so aus. Also nicht schwer durchblicken, nicht schwer durchzugucken. Und ja, gucken wir uns diese Sachen jetzt alle nochmal gedroppt an, also wenn sie auf dem Boden liegen. Upsala. Jetzt habe ich gerade leichte Schwierigkeiten mit meiner Tastatur gehabt. Sieht ganz nice aus. So. Upsala. Habe ich die Rod wieder gedroppt. So sieht das Feuerzeug aus. So der Bogen. Und so der Pfeil. Ja. Dann gehen wir auch schon in Bad Wars, sind es unter Potions und Extras, nämlich die normale Glasbottle, die
Splash Potions of Healing. Die Potion of Healing. Und die Enderperle. Die sieht so aus. Oh, ups. Ja, ich finde das alles... Upsala, ich glaube, das ist das falsche Holz. Ah, egal. So. Ja, alles sehr nice gemacht, finde ich. Und dann gehen wir schon weiter zu den Rüstungen. Und die sehen nämlich so aus. Dann spawnen hier so tolle Zombies mit Rüstungen. Und dann fangen wir mal mit der Lederrüstung an. Die sieht so aus. Dann die Goldrüstung, die so aussieht. Die Kettenrüstung, die so aussieht. Die Diamantrüstung, verzaubert, sieht so aus. Die normale Diarüstung sieht so aus. Und die Eisenrüstung sieht so aus. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Wenn wir diesen Knopf drücken, dann spawnt hier ein Villager und wir kriegen einen Stick mit Sharpness. Und ja, das Villager Inventory sieht so aus, ist nicht durchsichtig, aber ich finde es halt so ein bisschen angenehmer als bei einem durchsichtigen. Und man kann ja, falls ein Gegner kommt, immer noch hier an der Seite vorbeigucken. Dein eigenes Inventory sieht übrigens so aus, das Creative Inventory besser gesagt sieht so aus. Und das normale Inventory sieht so aus. Finde ich sehr cool eigentlich auch. Relativ, ja, schlicht gehalten, finde ich immer in diesem schwarzen, schwarz-grauen. Und ja, die Damage Animation sieht so aus. Und diese Partikel drumherum, wenn ich den Villager schlage. Und ja, jetzt müsst ihr eigentlich verrecken. Jupp. Ja. Dann gehen wir nochmal nach draußen und gucken uns den Himmel an. Ist eigentlich nichts Besonderes. Gehen wir mal in die Nacht über. Hupsala. In die Nacht. Auch komplett schwarz, also keine verwirrenden Sachen. Ich glaube, ich habe das aber auch gerade hier ausgestellt. Details. So sieht der Himmel aus. Und so, nein, das war Rain. So, da, Day. Das sieht so aus. Die Sonne, die sieht richtig nice aus, finde ich. Und wenn es regnet, was ich leider gerade ausgestellt habe, weil es bei mir zu viel laggt, könnt ihr dann selber sehen. Oh, das war ein bisschen dumm. So, ja. Jetzt sind wir auch wieder hier und das war's eigentlich auch schon mit der Texture Pack Vorstellung. Ja, wie gesagt, das war's mit der Texture Pack Vorstellung meines Mixed Bed Wars Clan Wars Texture Pack für euch. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch sehr, denn ich habe da schon ein paar Stündchen dran gesessen und ein bisschen zusammengemixt. Ich glaube, ich habe mir circa 20 Texture Packs runtergeladen, jedes einzelne angezockt und geguckt, welches so für Bed Wars SG und so. Also ich will nicht nur für Bed Wars dieses Texture Pack veröffentlichen, aber es ist halt dafür optimiert, sag ich mal. Also es geht darauf hinaus. Und habe mir halt diese Texture Packs angeguckt und dachte mir so, yo, die paar Texture Packs könnte ich jetzt mal zusammenmischen und habe da wirklich jede einzelne Textur angeguckt, welche ich am besten fand und habe sie so zusammengemischt, dass es auch nicht scheiße aussieht. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Link zum Download ist unten in der Beschreibung. Ist bei Mediafire hochgeladen, dieses tolle Texture Pack. Und ja, das ist eine ZIP-Datei. Einfach downloaden und dann packen, was auch immer für ein Entpackungsprogramm ihr habt, WinRAR oder was weiß ich. Und dann ganz einfach in den Resource-Packs-Ordner von Minecraft einfügen. Ich hoffe, das weiß jeder, wie es geht. Wenn nicht, dann tut er mir echt leid. Ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, denn heute ist ja auch der 1.1. Ich habe mir so vorgenommen, jo, hör mal,
lade sofort im neuen Jahr dein neues Mix-Texture-Pack hoch. Kommt bestimmt gut. Passt auch super. Neues Jahr, neues Texture-Pack. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr. Ich bin's auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch gefallen weiterhin meine Videos. Denn wir haben bald die 200 Abos ebenfalls geknackt. Und ja, ich brauche halt noch so eine kleine Idee fürs Special. Und ihr könnt mir ja gerne unten in die Kommentare ausschreiben, was für ein Special ihr gerne sehen wollen würdet. Ob's, was weiß ich, 4 Clan Wars Runden sind oder Fun-CWs oder einmal. Oder ein neues Format als Anfang zum Abo-Special eröffnen. Oder was weiß ich. Gebt mir einfach, ja, Ideen in die Kommentare und ich werde mir das Beste raussuchen. Ja. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.